Die dänische Brauerei Faxe aus der gleichnamigen Stadt hat ihre Abfüllkapazitäten für Dosen nochmals gesteigert. Faxe gehört zur dänischen Brauereigruppe Royal Unibrew. Rund 70% ihrer Biere füllen sie in Dosen. Krones installierte innerhalb eines Jahres während des laufenden Betriebs eine neue Dosenlinie mit einer Leistung von 72.000 Behältern pro Stunde. Das Unternehmen setzt vor allem auf den Export, welcher mit rund 70% sehr hoch liegt. Royal Unibrew ist damit der größte dänische Bierexporteur und beliefert 75 Länder weltweit. Teil der neuen Linie ist der Dosenabschieber Pressant Universal. Er transportiert die Behälter auf eine höher gelegene Ebene, die von dort zum Nassteil gelangen. Dieser befindet sich auf der anderen Hallenseite. Dort angekommen durchlaufen die Leerdosen den Inspektor Cantronic. Der volumetrische Dosenfüller VFS-C mit 130 Füllventilen sorgt für höchste Genauigkeit beim Füllen. Anschließend laufen die gefüllten Dosen durch den Dosenwärmer Linatherm, um eine spätere Kondensation zu vermeiden. Ein Vertikalschneckenförderer transportiert die verpackten Dosen anschließend zum Palettierer. Herzstück der Linie sind eine Gruppierstation RoboBox sowie ein Palettierer ModulPal Pro. Die fertigen Paletten werden dann automatisch in einem Hochregallager eingelagert. Im Jahr 2017 produzierte allein die Faxe Brauerei 2,3 Millionen Hektoliter Bier. Mit der neuen Krones-Linie stehen nun wieder freie zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung.